Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, die Challenge Lord of the Flies zu machen. Ging irgendwie ein bisschen in die Hose, sie steht immer noch offen und da ich ja nicht jede Folge eine Challenge machen möchte, würde ich sagen, wir starten heute mal wieder einen normalen Run und ich möchte mal auf Random klicken. Und wir haben Samson. Ich wollte eigentlich nicht mit Samson zocken. Ich möchte eigentlich mit Eve zocken. Da uns mit Eve noch der Isaac Kill fehlt, könnten wir doch mal machen. Dann wähle ich eben selbst aus. Ich habe ja gehofft, dass Eve jetzt kommen würde. Aber es wollte nicht. So, Itemraum. Mr. Mega, Blast Damage. Wir haben 5 Bomben. Ja, für den Anfang jetzt nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob ich in den oberen Raum gehen soll. Wenn ich natürlich jetzt hier ein Herz bekommen würde. Nein. Oh, das möchte ich haben. Jawohl. Ein Rüstungsherz. 2 Bomben. 3 Münzen. So soll es sein. Ja, ich könnte nach dem Geheimraum suchen. Nein. Nein. Jawohl. Da haben wir ihn doch und wir finden 6 Münzen, die auf unserem Konto gut geschrieben werden. Und ich bin ja mal gespannt, was das jetzt für ein Run wird. Das Problem ist nur, wir haben mit Eve schon Satan gelegt. Und ich wollte es ja eigentlich immer abhängig vom Polaroid machen, wo wir hingehen. Aber ja, in diesem Fall werde ich so oder so zu Isaac gehen. Oder vielleicht, ja, wie gesagt, mit dem Polaroid dann The Chest machen. Jetzt habe ich hier schon wieder Damage bekommen, aber... Au. Und schon wieder. Oh Mann. Vogel, mach mal was. Nein, nicht auf dem Knubbel, sondern dem Boss hier. Oh, wie habe ich doch vergessen, wie ekelhaft es sein kann, mit Eve zu spielen. Jawohl, na komm. Nein, stirb. Ach Vogel, mach doch mal was. Mein Vogel, er hat keinen Plan von nichts. Jawohl, wir bekommen Speed Up. Und nachdem hier ein ganzes Herz liegt, würde ich aber trotzdem noch gerne in diesen Raum hier oben sehen. Guppies Head. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. What a horrible horror. So, fliegen, fliegen, das Herz mitgenommen und ab in die nächste Ebene. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Wahrscheinlich nichts Angenehmes. Jawohl, und meine Fliegen gehen natürlich auf diesen Kackehaufen, statt auf die springenden Gegner hier. Oh Mann. Wie ich sie doch hasse. Diese weiße Kackehäufchen. So, diesmal nicht. Diesmal darfst du sterben. Jawohl. Na komm, na komm, na komm. Hier könnte ich doch meine Fliegen wieder aktivieren. So, du auch noch. Und wir bräuchten mal einen Schlüssel. Dankeschön. Fliegen, fliegen, fliegen. The Peeper. Nehme ich mit. Macht gut Damage. Hat uns ja schon so in manchen Situationen geholfen. Dann, Moment, hier liegt ein ganzes Herz. Jawohl. Und hier haben wir noch einen Kackehaufen vergessen. Einmal hier nach unten. Ich gehe hier einfach rein. Oh, scary. Wie habe ich damals so schön gesagt? Die Kühlergrillfresse. Jawohl.
Jo, fliegen ist nicht schlecht und ich darf mich aber jetzt hier rausbomben. Ein bisschen mehr Damage bräuchten wir. So, einmal hier eine Bombe. Oh, meine Fliegen, meine Fliegen. Lass bloß die Bombe jetzt stehen, ich kann nicht zurück. So, das Herz mitgenommen und weiter geht's. Jawohl. Na kommt. Sauber. So, wir haben wieder volle HP. Ein Schlüssel für den Itemraum. Nicht für den Itemraum, für den Shop. Was rede ich denn schon wieder? Denn wir haben 18 Münzen. Wäre nicht schlecht, noch einen Schlüssel zu bekommen. Jawohl. Da ist er auch. Und dann gleich mal in den Shop. Wundert mich, dass heute in beiden Räumen hier, wo ich Damage nehme, Items drin waren. Book of Revel nehme ich mir mit. Sowieso. Bei zwei Herzen ist das immer so ein kleines gutes Polster, das man sich aufbauen kann. Und jetzt bräuchte ich noch ein Damage-Item. Aber ob wir das natürlich kriegen, ja, was heißt Damage? Ich bräuchte auch HP-Upgrade. Jawohl. Na komm. Mach ihn tot. Sauber. Ach, ist das mal wieder schön, durch die Steine schießen zu können. Jawohl. Nein, hier möchte ich nicht drüber laufen, da mein Rüstungsherz sonst wieder flöten geht. Moment. Ich wollte ja zum Boss. Wen haben wir denn? Oh, Famine. Ja, liegt am Book of Revelations, dass wir hier Famine bekommen. Na komm. Charge du ein bisschen vor dich hin, wenn es dir gut tut. Und ja, wir bekommen den Cube of Meat. Wieder mal kein HP-Upgrade. Kein Damage-Upgrade. Außer wir bekommen natürlich den Meat Boy voll. Und unser Damage ist wirklich grausam. Na komm. Na komm. Jawohl. Oh, der war knapp. Der war knapp. Aber danke fürs Fliegen kaputt machen. Oh, einmal hier. Oh, der war knapp. Jawohl. Moment, eigentlich könnte ich es mir doch einfacher machen. Warum nicht gleich so? Sauber, da ist der Cube of Meat. Und wir bekommen einen Satanraum. Mit Rage. Oh Mann. Der ist mal echt fies. Rage hätte uns echt gut getan. Aber ja, man kann nicht alles haben. So, und weiter geht's. Nächste Ebene. Was wird uns hier erwarten? Einen Schlüssel bitte. Wow. So, ich bleib mal hier stehen. Vielleicht macht der Sepiper ja was. Er kommt. So, da kannst du gerne stehen bleiben. Nee, nee, nee. Ich habe hier keine Lust, Herzen zu verlieren. Er kommt runter. Kommt, kommt. Jawohl. Sauber. Jawohl. Endlich mal in so einem Raum und noch einen Schlüssel. Wir brauchen zwei Schlüssel. Und ich... Oh Gott, was? Ich hab doch jetzt wieder voll gepennt, aber so richtig. Nein, bleiben wir mal stehen. Macht ja Spaß. Wow. Und unser Damage ist so grottenschlecht. Aber so richtig. Ein goldener Schlüssel wäre auch mal eine feine Sache. Nö. Sauber. Zwei Bomben. Schlüssel wäre mir lieber gewesen. Jawohl. Na komm. So, ich werde dann diesen Battler... Oh, ein Schlüssel. Gleich mal in den Itemraum.
Vielleicht kriegen wir dann doch ein bisschen Damage ab. Sauber! Sauber! Max Head! Den nehme ich doch natürlich mit. Damage up! Was erwartet uns denn im Battle-Raum? Eine goldene Kiste, die wir nicht öffnen können. Die hätte ich aber noch gerne. Ich würde gern beide mitnehmen. Jawohl. Wow. Der war knapp. Und jetzt noch die Fliegen. Wenn ich denn die Häufchen endlich mal kaputt machen kann. Na komm. Oh. Jawohl. Und wieder kein Schlüssel. Au. Oh Mann. Na komm, geh sterben. Das Polaroid. Nett. Könnte ich doch glatt. Ja. Hier ist eine Chest antreten, aber mit zwei Herzen. Mm-mm. Nö. Wohl kaum. Pestilenz. Das heißt, wir bekommen den Meatboy-Kopf. So, der Pieper darf mal auch ein bisschen Damage machen. So ist es gut. Jawohl. Nicht auf mich. Na komm, Pieper. Mach ihn kaputt. Oh, dieser Damage. Dieser Damage ist so grausam, den wir machen. Immer noch, trotz Max Head. Wir brauchen für die Fliegen immer noch zwei Treffer, außer wenn die roten Kugeln einschlagen. Na komm. Gib mir endlich meinen Cube of Meat. Und dann ist es gut. Und schon wieder ein Devil-Raum. Wow, Brimstone. Und ich kann es mir nicht holen. Oh, wow. Ja, was will man mit zwei Herzen großartig machen? Meiner Meinung nach nicht viel. Wir brauchen schon wieder einen Schlüssel. Jawohl, mein Auge macht gut Damage. Das Einzige, was mich hier, wie gesagt, ein bisschen stört, ist mein Damage. Ja. Das Demon Baby. Ja. Warum nicht? Ich bin ja echt mal gespannt, wie sich der Run so entwickelt. Wir hatten eigentlich schon lange keinen Engelsraum mehr. Stelle ich mal gerade so fest. Dürfte auch mal wieder kommen. Eine Kiste. Bitte. Bombsaw Keys. Ja, warum nicht? Und Pride. Ja, komm. Geh sterben. Geh sterben. Sauber. The High Priestess, Book of Rewe ist fertig. Book of Rewe. Okay. Wie komme ich eigentlich auf sowas? Habe ich sicherlich wieder irgendwo gehört. Jawohl. Na komm. Geht sterben, ihr Würmer. Geht wen anderes beißen. Nee, ich möchte mein Polaroid behalten. Ne? Jawohl. Wow. Münze. Jawohl. Da-da-da-da. Nein, nein, nein. Jawohl, noch ein Schlüssel. Jetzt wird das Spiel aber großzügig. Jawohl. Einmal hier. Genau. Alles in die Luft sprengen und noch ein Schlüssel. 5 Münzen. Lohnt da wirklich der Shop? Na komm. Der Kompass. Ja, den hätte ich ja doch schon irgendwie gerne, aber ohne Bomben oder irgendwas
wird schwierig. Fehlt uns jetzt eigentlich noch irgendetwas? Oh. Oh. Jawohl. Und keine Bomben, dass ich hier nach dem Geheimraum suchen könnte. Aber hier haben wir sowas. Warum nicht? Warum nicht? Eine Kiste und ein Battleraum. Und eine Trollbombe. Schade. Bomben? Jawohl, eine zumindest. Oh, dann mal kurz hier den Räum. Oh Gott, den Raum aufräumen. Na komm. Wow. Ja, ich hoffe mal, dass ich mein kleines Polster hier behalten kann an Rüstungsherze. Aber ich kenne mich. Oh, jawohl. Einer. Zwei. Drei. Hättet mir mal ruhig eine Bombe geben können. So, noch kurz mal das Feuer ausmachen. Hier das Feuer ausmachen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo könnte der Geheimraum sein? Ich sehe hier einfach zu viele Möglichkeiten, ne? Boah, wieder voll gepennt. Aber so richtig. Na komm. Eine Bombe. Ich versuch's jetzt einfach mal. Und zwar, einmal möchte ich es hier versuchen. Jawoll. Na super. Super. Oh Gott, hab mich doch gern. Warum können hier nicht einfach 7 Münzen drin sein? Warum? Warum? Dann hätte ich mir den Kompass holen können. Gertie. Der Gertie. Jawohl. So. Nein. So, hier mag ich nicht getroffen werden. Mein Pieper macht gut Damage. Au, der war knapp. Da hat mein Meat Boy wieder eine Kugel abgewehrt. Sauber. HP Ups. Geht doch. The Empress. Ne, ich würde gerne The High Priestess mitnehmen. Und was haben wir diesmal? Den packt. Aber, ja, es nützt mir nichts. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann einfach nicht. Und weiter geht's. Blümchen? Nö, Hose runter. Haha. Ja, jetzt dachte ich schon, mein Spiel hängt und wir haben Curse of the Labyrinth. Au, boah, der war gemein. Da hat mein... Entschuldigung. Da hat mein Pieper doch glatt hier die Explosivfliege in die Luft gejagt. So, noch ein Schlüssel. Jawohl. So, einmal um das Knubbelchen. Jetzt noch um das letzte Knubbelchen. Sauber. Einen Vorteil habt's. Wir bekommen zwei... Au. Oh Gott, diese Gegner, wie ich sie gar nicht vermisst habe. Wow. Oh, einmal mein Buch. Erstmal weitersehen. Jawohl. Au. Oh Gott. Dummer Schaden. Einfach nur dummer Schaden. So, Feuer ausmachen, bevor mich das wieder trifft. Und weiter geht's. Da haben wir den ersten Itemraum. Oh Mann. Wenn diese Dinger doch nur nicht durch Steine schießen können, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Wow. Polyphemus. Okay, wir haben wieder extrem langsame Tränen. Ja, ich bin immer noch unschlüssig, was ich so von dem Run halten soll. Aber, ja, ich kann die Items ja nun mal nicht ändern. Shop. Greed.
Jawohl. Na komm. Oh, aber der Damage ist gut. Der Damage ist richtig gut. Jawohl. Dann begeben wir uns auf die Suche nach dem zweiten Itemraum. Oh, ein putziger Raum. Und hier könnte ich doch eventuell vielleicht zum Schluss ein bisschen spenden gehen. Na komm, einen hauen wir gleich mal raus.